Howdy, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geisersberg. Wenn euch das Video gefällt, lasst dann ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr anders machen würdet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Oder, ja, was ich genauso weitermachen soll. Ne? So, ich bin jetzt gerade dabei, unseren, hier, komm, sag, unsere Mähdresche in Richtung Hof zu bereiten. Also zumindest mal zusammenzukoppeln, um wieder Platz zu haben. Denn wir werden noch einiges an Technik brauchen. Darunter ist natürlich Saattechnik ganz wichtig. Jetzt halt. Könnte halten. Sollte halten. Genau, die Saattechnik ist darunter ganz wichtig. Die Kühlantechnik ist noch wichtig. Und eigentlich haben wir es dann. Erstmalig. So. Dann machen wir uns jetzt mal auf zum Hof. Und für die anderen Sachen baue ich alles Schlepper. Schnell weg nach drauf, gut. Da brauchen wir ja Schlepper, alle, also da brauchen wir wirklich dann eigentlich nur noch Traktoren dafür. Und das war's. So. Ah, toll, jetzt muss natürlich da wieder ein Auto kommen, wenn ich da gerade jetzt... Boah, Glück gehabt. Uiuiui. Ach Gott. Ja, halt die Schnauze, ich muss hier rein. Ich hab die einfach verpennt, sorry. So, da. Ja, gut, wir bleiben jetzt mal hier stehen mit dem Mähdrescher. Und jetzt werden wir da mal langsam hergehen. Wir werden... Schwader kaufen, wir werden Schiebetechnik für den Frontlader kaufen, wir werden jetzt erstmal mehr wegkaufen. Was nehmen wir denn da Schönes? Also, ich hätte ja Bock auf Glas. Aber wieder so kleine Mähwerke. Boah Leute, ich glaube, ich kill mich dann selber. Nee, dann machen wir es ganz einfach. Dann kaufen wir uns Entschuldigung, genau, das hier in... Mein, ich habe das Ding ja als umskinbar, also das ganze Ding kannst du ja umskinnen, wie es ist. Sieht zwar aus wie ein, immer noch aus wie ein Pöttinger, aber ist jetzt Glas geskinnt. Wenn es wirklich Glas ist, was ich nicht glaube. Aha, eher Glas. Da kaufen wir das. Da kaufen wir uns hinten noch das Schmetterling mit hin, einfach weil es wurscht ist. So, dann brauchen wir Schwader. Einen Schwader. Tja, dann nehmen wir ganz klar den hier. Ganz klar. So, jetzt kaufen wir einfach mal den ganzen Händler voll. Und dann sind wir schon. So, Ladewagen kaufen wir uns wieder diesen hier. Was gibt's noch? Trelleborg. BKD. Na. Felsen. Nee. Ja. Besser. Ja, komm, wenn dann schon ein Komplettpaket. Kein. Ja. Brauchen wir nicht. Egal. Gut, passt. So. Ladewagen dazu. Und. Genau, Schiebetechnik. Also Schiebetechnik muss ich jetzt erstmal gucken. Natürlich auch Palettengabel. Genau, Schiebetechnik nehmen wir hier die Gabel. Die gefällt mir eigentlich immer ganz gut zum Schieben. Und hinten noch ein großes Gewicht dran mit. Ja, kommt, nehmen wir gleich 3,3 Tonnen, was egal ist. Genau. So, was brauchen wir noch? Genau, wir brauchen noch was zum Biogasanlagen bestücken. Sobald wir da was haben. Also da werden wir uns auf jeden Fall erstmal eine erstmal nur eine Schaufel gönnen. Mein Silo-Gabel können wir dann holen, wenn wir sie brauchen. Erstmal genau.
So, dann bauen wir jetzt aber noch einen Teleskoplader. Einen Teleskopstablader. Ja, letztes Mal hatten wir den kleinen Manitou. Naja. Habt man schon schöne Geschichten. Ja, komm, dann kaufen wir gleich den hier. Genau, passt optimal, Arschlecken. So, genau, die Saattechnik hätte ich jetzt fast beinahe vergessen, ey. Was man denn im Kopf hat, hat man in die Beine meistens. So, Saattechnik, genau. Wir kaufen uns in die Firma Horschein. Mit einem Fondtank für Saatgut und Dünger und natürlich den Anbaugeräten selber dafür. Warum meistens jetzt jeder, wenn es soweit ist? So gut, also jetzt holen wir erstmal das ab, was wir so abholen können. Zum Beispiel mit dem hier. Und bevor jetzt einer fragt, warum kaufe ich einen Teleskoplader, wenn ich einen Frontladerschlepper habe? Ganz einfach, der Frontladerschlepper ist für den Kuhstall später zuständig und für den Kuhstall und fürs Silo schieben erstmalig. Deswegen auch ein 700er. Ich hätte auch einen kleineren bekommen, aber den wollte ich dann nicht. Von dem hier, mal ist so. So, was kann der Kumpel jetzt alles mitnehmen auf einmal? Er kann vorne was hinhängen, er kann zur Not hinten was hinhängen. Und er hat was am Frontlader. Also. Jetzt erstmal Planänderung. So. Erstmal den hier. Genau. Einstellen natürlich. Gleich auf die Biogas. Den fahren wir gleich raus. Den fahren wir gleich auf die Biogas, dass er weg ist. Ja, gut, passt. Genau. So. Oh, mein Hals, ey. Der blöde Staub heute. Selbst nach dem Duschen ist das Ding immer noch da, ey. So. Einmal. Beziehungsweise, wir kommen sowieso nicht raus. Also können wir das Ding erstmal hier hinten abstellen. Dann holen wir jetzt mal hinten das 3,3 Tonnen Gewicht dran. Damit das gleich mal weg ist, weil dann wird der Platz schon gleich mal größer, weil wir müssen ja jetzt dann auch noch Saatgut kaufen. Saatgut, Dünger, ein Reparaturservice. So, auch mal zurückfahren. Dann der hier ist. Wir nehmen jetzt einfach den, weil der gerade frei ist. Und zum Transportieren können wir den schnell hernehmen. Ist ja gar kein Problem. So. Hallo Auto. Ja, weil unser MB-Tag ist ja noch an Arbeit. Also der ist ja noch am Felder bearbeiten. Für die Getreideaussaat. Beziehungsweise Kartoffelaussaat. Beziehungsweise Sojaaussaat. Je nachdem. So. Also, jetzt fahren wir erstmal. Jetzt hänge ich erstmal schnell den Fondtank dran und dann hänge ich die Maiskörper dran, weil die sind gerade am ehesten im Weg. Wenn ich an den Maiskörper überhaupt hinkommen würde. Naja, da wir nicht hinkommen, machen wir es jetzt ganz einfach. Nehmen wir einfach einen Schwader mit. Weil dann kommen wir auf jeden Fall hin. Wenn wir einen Schwader mitnehmen, kommen wir hin. Also, mir fällt gerade ein, genau, wir brauchen ja noch eine Palettengabel für Saatgut und alles und für Silimittel. Fällt mir gerade auf. So, aber das Silimittel müssen wir sowieso an die BGA rausfahren. Aber ich glaube, Leute, wir bauen im ersten Jahr jetzt erstmal Soja an, weil wir haben ja keine Presse, gar nichts. Und Verwendung für Stroh haben wir ja auch wirklich in dem Sinne nicht. Also wäre da, glaube ich, Thema Soja nicht einmal so eine doofe Idee.
Das heißt, wir brauchen erstmal nichts hin. Ja gut, okay, Kartoffeln müssen wir dann später mal noch anbauen. Dürfen wir nicht vergessen, die Kartoffeln. Oder habe ich, warte mal, Kartoffeln oder habe ich Luzerne gesagt? Nee, ich habe Luzerne gesagt, genau. Dann bauen wir es nicht. Dann erst im nächsten oder übernächsten Jahr. So. Dann holen wir mal den Rest der Maschinen nach Hause. Damit das alles erledigt ist. Ich will alle Maschinen soweit erstmal im Hof haben. Aufräumen tun wir dann, wenn es passt. Das ist ganz klar. Aufräumen tue ich dann, wenn es mir passt. Und dann... ja, den Rest ziehen wir dann. So, ich nehme jetzt mal beide Saatkörper mit. Also Gestänge. Weil ich jetzt keinen Bock habe, ich habe Maisgestänge nochmal extra irgendwie herzufahren, wenn ich jetzt dann eigentlich nur noch die Mehlwege mitnehme und dann später mal einen Ladewagen. Also. Lol. Die Saat, gell? Ja, fickt euch doch ins Knie. So. Jetzt fahren wir das mal schnell im Hof. Und genau, wenn die Geräte schon mal am Hof sind, dann ist wie gesagt nur noch der Ladewagen, Siliermittel später und. Und sobald das alles gemacht ist, ist erstmal alles fertig soweit. So. Also dann können wir uns erstmal auf den Luzerne-Anbau konzentrieren und auf den Anbau vom Soja. Genau, vom Soja. So. Ich meine, ganz klar ist, ich werde jetzt den Hof nicht hier höchst säuberlichst hinterlassen, das ist ganz klar. Weil die Hälfte der Maschinen werde ich eh wieder hernehmen müssen. Später. Also die Hälfte der Maschinen brauchen wir eh später. So, da. Aber meine Freunde, wir sind am Ende angekommen. Heute ein bisschen kürzer. Dafür auch nochmal wieder ein bisschen länger. Ich hoffe natürlich wie immer, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt es in die Kommentare rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut's rein, wir hören uns, bis dann, ciao, ciao.